Moin Moin und willkommen bei Out for Trout. Ich habe den guten Eric an meiner Seite. Moin. Frisch aus Neuseeland zurück. Wir gehen heute auf Sommerforellen. Stunde bis zur Dämmerung noch ungefähr. Wir wollen in die Nacht reinangeln und wir haben gehört, die Opalwürmer schwärmen. Das sind diese kleinen pink-weißen Würmchen, auch ein bisschen rot, die immer abends rauskommen und die sich die Forellen reinziehen. Und wenn die unterwegs sind, dann braucht man ganz spezielle Köder und Fliegen. Und wir wollen das heute gezielt versuchen, auf Forellen mit Opalwurm-Imitaten zu fischen. Und da haben wir ein paar gebunden. Hast du was zur Hand, oder? Mhm. Jetzt zeig doch mal was. Ich habe hier einmal kleine Fliege, nur Dubbing und ein bisschen hinten Marabu, ganz einfach. Ja. Und zum anderen nochmal dasselbe Spielchen, nur mit einem kleinen Magic Hat davor. Ja, dann laufen die wie Wobbler so ein bisschen, ne? Ja, genau, die wackeln ordentlich. Ich habe hier auch noch eine liegen, ich muss da nur rankommen. Etwas. Und zwar habe ich wirklich klassisch pink gebunden, mit Marabu, Straußenfedern, ein bisschen Dubbing drin. Sieht so aus und wenn die im Wasser ist, zieht die sich noch ein bisschen schmal, dass sie richtig schön dünn wird. Und ich hoffe, die kommt dann wie so ein Wurm rüber. Schauen wir mal, was passiert im Wasser. Ich habe richtig Bock und wir werden auch länger machen heute, bis es richtig stockfinster ist. Macht die Aufnahmen ein bisschen schwieriger, aber könnte sich lohnen. Die Sommerforellen sind richtig fett. Wir waren ja schon einmal mit Niki los, da hast du auch eine schöne gefangen. Ja, kurz vor Dämmerung, ja. Ja, und wir wollen das heute ausprobieren. Wir hoffen, die Würmer schwärmen und dann könnte es richtig knallen in der Route. Bestimmt. Wir sehen uns im Wasser. Wir haben es gerade noch rechtzeitig zum Sonnenuntergang geschafft. Erik macht jetzt die ersten Würfe, ich werde mich gleich dazu gesellen. Ziemlicher Ententeich, glasklares Wasser. Sonne gerade weg. Eigentlich eine schöne Zeit für Forellen. Erik direkt beim dritten Wurf ein Dorsch. Also ist genau wie im Flensburger Hafen, alles voller kleiner Dorsche. Verrückt. Könnte ein gutes nächstes Jahr auf Dorsch werden. Jo. Stimmt, ja. Ich habe wieder einen ganz kleinen dran, leider. Ja, vielleicht, wenn wir noch ein bisschen weiter rauskommen irgendwo. Stichlinge? Ja. Double Drill. Wenn du mal einen besseren hast, sag Bescheid. Also wenn du merkst, dass er... Ah, hat auch wieder direkt einen Take hier vor den Füßen. Kriegt echt beim Absacken die Bisse, ne? Das ist verrückt. Zum Glück ist der nicht hängen geblieben, ey. Der war echt richtig klein. Auch gerade zwei Fehlbisse, aber ich glaube, das hängt auch mit der Größe der Dorsche zusammen. Ja, ich würde sagen, noch drei, vier Fische hier, wenn die nicht besser werden, dann gehen wir woanders hin. Jetzt fange ich Erik die Fische hier weg. Ich werfe mal quer vor ihn, dass er keine mehr bekommt. Wir sind jetzt durch mit dem ersten Spot. Wir hatten ungefähr in 10 Minuten 15 Dorsche oder so. Alle ziemlich klein. Deswegen wechseln wir jetzt den Spot. Wir wollen ja keine kleinen Dorsche verangeln. Wir hoffen jetzt am nächsten Spot einen größeren Dorsch oder auch eine Forelle zu finden. Gucken wir mal. Wir haben hier einen Tipp vom Angler bekommen, der hier gerade war. Da wurden wohl ein, zwei Forellen heute gefangen. Keine Riesen, aber eine maßige. Und wir gucken mal, ob es schon zu spät ist oder ob wir noch eine bekommen. Grüße. Eine Forelle. Also ziemlich sicher, kam ja gleich raus. Aber nichts Großes. Aber trotzdem. Maximale Wurfweite da hinten. Die selbstgebundene schöne Opalwurmfliege. Oh, ist gar nicht so schlecht.
geil. Ah, die sind noch voll eingeschossen auf die Opalwürmer, habe ich das Gefühl. So, die erste Forelle hat gebissen, schöner Sommerfisch. Die selbstgebundene Fliege. Schöne Maulwinkel gehakt. Hier so golden angefärbt, das sind die ganzen Sommerfische eigentlich immer. Richtig schöner Fisch. Maximale Wurfweite voll von der Oberfläche weggeknallt. Also die hat die Opalwürmer auf jeden Fall schon mal gesehen. Und die darf jetzt wieder schwimmen. Hier die Fliege, die zum Erfolg geführt hat. Eigenes Muster, sollen Opalwurm imitieren. Relativ lang für einen Opalwurm, aber die großen sind auch so. Dünn gehalten, hat funktioniert. Schauen wir mal, ob noch eine drauf geht. Bei der Einforelle blieb es vorerst, deswegen zu Fuß nochmal ein kleiner Spotwechsel. Gerade am Spot angekommen. Kleine Forelle ist schon gesprungen. Ja. Mal schauen, ob wir sie bekommen. Ja, Norbert. Hallo. Oh nein, ey. Ach, Gott sei Dank. Beim Absacken schon wieder einer. Und schon wieder. Fuck, ich hatte einen richtig guten Take gerade. Ich glaube, das war kein Dorsch. Ah, doch, war ein Dorsch, der ist nochmal nachgekommen. Fuck. Ja, ich werde mal versuchen, weiter ranzugehen, wenn ich die Dorsche hier mal loswerde. Immer wenn ich werfen will, wenn ich die Fliege aus dem Wasser heben will, kommt so ein Mini-Dorsch, ey. Ich werde mal gucken, wie weit ich hier rauskomme, ob ich da rankomme, wo ich die Forelle springen sehen habe. Also unsere Taktik, den Dorschen auszuweichen, geht nicht ganz auf. Aber zumindest haben wir hier zwei Fische springen sehen. Zwischen den ganzen Dorschen war einfach keine Forelle zu holen. Also sind wir wieder losgegangen und auf dem Weg ist uns was aufgefallen. In einigen sandigen und auch schlammigen Flachwasserbereichen sind die Opalwürmer rausgekommen und haben angefangen zu schwärmen. Und schon nach wenigen Würfen war Eriks Rute krumm. Erik hat die nächste Trout. Moin Leute! Was meinst du, wie groß ist die? Ja, nichts Tolles. Wenn überhaupt, dann zahle ich Maßstäbe. Oh, ist doch schon gut. Trotzdem mal mit dem Gummikescher. Bro, die hat gerade Maß, aber. Hier haben wir sie. Schön. Auf die Magic Head Fly. Schicker Fisch. Ja, dann mal zurück mit der schicken Forelle. Oh. Petri. Danke. So, jetzt stehen wir voll in den Opalwürmern. Hier ist wirklich alles voll einfach nur. Die Frage ist, ob wir dazwischen Bisse von den Fischen kriegen. Schauen wir mal. Alter Schwede. Ist das hier voll? Ah, sie greifen mich an! So, wir hatten jetzt eine Zeit lang Pause mit den Bissen. Haben auch keine Fische mehr gesehen. Erik ist jetzt ein bisschen weitergegangen und hat wohl Fische gespottet. Zumindest habe ich ihn gerade schreien hören. Mal gucken, was da passiert ist. Gas geben, bloß nicht hinfallen jetzt. Geil. Fliege ist ab.
der gerät. Geil, geiles Ding, ey. Sauber, Petri. Danke. Cool. Das sind mal wirklich viele Würmer. Ja. Da müssen wir vielleicht zu Mustern greifen, die ein bisschen auffallen. Ja, anpassen brauchst du hier, glaube ich, nicht. Alter Falter. Die Quaddler. Die Quaddler hat auch keinen Bock auf die, ey. Die wird von allen Seiten beschossen. Alter. Wie eine Art Seeringelwurm. Ja, ich zoom mal ran. Bisschen kleiner und... Ja, weiß ich auch nicht. Ja, guck mal, wenn man die in der Hand hat, dann sehen sie gar nicht mehr so pink aus, ne? Nee. Schmierige Biester. Alter Verwalter. Zwischen all den Würmern haben wir noch viel Aktivität ausgemacht, aber beißen wollte natürlich nichts mehr. Das wäre auch ein Riesenzufall gewesen, wenn da eine Forelle die Fliege gefunden hätte. Wir haben uns also wieder auf Wanderschaft begeben und einen etwas ruhigeren Strandabschnitt gesucht, wo nur vereinzelt Würmer waren, aber auch Platscher. Und dort gab es noch eine feiste Überraschung. Aber seht selbst. Wir haben jetzt hier zu dritt im flachen Wasser einen Ring beangelt. Und jetzt hat er endlich gebissen. Erik hat fast einen Herzinfarkt bekommen, aber hängt. Ich hab mir gerade an der Lampe rumgewuselt. Ja. So kleine Ringe sind große Fische. Ja, witzig, ne? Schick. Schicker Fisch, wa? Ja, geil. Machen wir nochmal eben ein Bild und dann lassen wir sie wieder frei, wa? Auf jeden Fall. Super. Geil. Hier ist der Fisch nochmal. Da ich jetzt die letzten Male ein, zwei Fische entnommen habe, darf die natürlich wieder schwimmen. Bringt ja nichts, die Küche andauernd voll zu machen. Weg. Petri. Aber gewollt, danke. Das war doch ein gelungener Abschluss des Angelausfluges. Die Forelle hat sich selbst released und kann sich jetzt den Magen mit Millionen von Würmern vollschlagen. Wenn ihr dieses Jahr im Sommer auch schon Opalwürmer gesehen habt, dann schreibt es doch in die Comments. Und wir werden auf jeden Fall mit Out for Trout nochmal in der Nacht losgehen und auf Forelle angeln. Das hat nämlich super viel Spaß gebracht. Wenn es euch auch Spaß gebracht hat, dann abonniert doch den Kanal und guckt auch mal in andere Videos rein. Bis zum nächsten Mal, Tightlines!